Herzlich willkommen bei Konradin Industrie TV hier auf der SPS IPC Drives. Ich begrüße hier Patrick Theobald, CTO bei Peakboard. Peakboard auch auf der Messe hier mit einem Stand vertreten. Was zeigen Sie hier? Also grundsätzlich ist es so, dass unser Produktportfolio relativ einfach ist. Das besteht nämlich nur aus genau einem Produkt. Die Neuheit besteht darin, dass wir es relativ kontinuierlich weiterentwickeln und dass wir diese Idee der sehr einfach zu handhabenden industriellen Prozessvisualisierung eben weiter voranbringen. Und deshalb sind wir hier, um das zu zeigen, um das zu erklären und mit neuen potenziellen Kunden in Kontakt zu treten. Und kann man noch ein bisschen genauer auf dieses Produkt eingehen? Die Idee ist eigentlich die, dass wir glauben, dass Informationen über den Prozess, über den Prozessstand eine relativ wichtige Sache ist, auch um Prozesse zu optimieren in der heutigen Zeit. Und das gestalten wir mit Peakboard, mit der Peakboard-Box eben möglichst effizient und möglichst agil. Das heißt, es ist von vornherein darauf ausgelegt, von den Leuten, die solche Prozesse gestalten, eben auch wieder verändert zu werden, wenn es nötig ist, optimiert zu werden. Das ist einer der Grundideen, die wir eben mitbringen und mit denen wir ins Rennen gehen. Was sind die Zielgruppen? Eine typische Zielgruppe sind im Bereich Logistik Leute, die Prozesse gestalten und im Bereich Produktion typischerweise Menschen, die sich über Prozessoptimierung Gedanken machen. Also Projektleiter, Schichtleiter und so weiter. Das ist eine typische Zielgruppe, die wir ansprechen. Und wie war die Resonanz bei den Besuchern bis jetzt? Also wir haben ja jetzt schon eine ganze Reihe an Messen hinter uns und gerade hier ist unsere Zielgruppe sehr reichlich vorhanden. Insbesondere sind hier sehr viele Menschen, die eben ein großes Interesse an Digitalisierung haben, die auch einen gewissen Digitalisierungsdruck haben, einen Effizienzdruck und bei denen können wir eigentlich immer ganz gut punkten. Also ich bin sehr glücklich über die letzten Tage hier. Schön. Gibt es bestimmte Trends oder Entwicklungen, die Sie zurzeit im Markt sehen? Also ein sehr wiederkehrender Trend ist natürlich das Cloud-Thema und meines Erachtens aber genauso parallel sind Leute, die eigentlich erstmal nicht so sehr mit der Cloud Kontakt haben möchten. Da können wir eigentlich auch relativ punkten und diese Frage kommt eigentlich relativ oft. Brauchen Sie denn eine Cloud dafür? Die Antwort ist nein, brauchen wir nicht zwingend. Das ist durchaus etwas, wo ich das Gefühl habe, das punktet bei der Zielgruppe oder damit kann man punkten. Das sind eben so eine der Beobachtungen der letzten Tage. Also sowohl in die Cloud als auch on-premise quasi. Ja, ganz genau. Geht beides. Es kommt eben darauf an, was der Kunde machen möchte. Aber wir sind eben kein typisches Startup, das zwingenderweise ein Cloud-Abo verkaufen will, sondern bei uns kann der Kunde auch völlig internetkontaktlos ins Rennen gehen und seine Prozesse optimieren. Noch ein paar Worte zum kommenden Jahr. Welche Entwicklungen erwarten Sie für den Markt in 2019? Also für das nächste Jahr oder insgesamt für die nächste Zeit sehe ich eigentlich, dass so typische Digitalisierungsthemen wie der Sprung zu OPCOA oder insgesamt zu vereinheitlichter Kommunikation zwischen Maschinen relativ heiß wird. Und ich glaube auch, dass so ein softes Thema wie Agilität sehr stark gefragt sein wird. Also Prozesse bei Bedarf eben nachzuoptimieren, ständig zu verbessern und von Anfang an eben nicht einmal was zu machen, was dann 20 Jahre Bestand hat, sondern Dinge zu tun, von denen ich heute schon weiß, dass ich sie vielleicht bald schon wieder verändern muss. Ich glaube, die Veränderung schon einbauen ist ein relativ deutliche Geschichte, die wir in nächster Zeit sehen werden. Gut, dann können wir gespannt sein. Dann bedanke ich mich für das Gespräch. Ja, Dankeschön. Vielen Dank.